Ja, grüß Gott, herzlich willkommen zur Vorbesprechung zur Geschichte der Mathematik in diesem Wintersemester, die ja aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen dann teilweise in dieser etwas ungewohnten Form abläuft. Was will ich heute machen? Ich erzähle so kurz, ob Sie auch die richtige Zielgruppe sind, was die Leistungsanforderungen sind und wie sich das so mit den Vorlesungsterminen und den anderen Terminen in diesem Semester einteilt. Und dann würde ich noch so ein bisschen Vorspann machen, damit man nicht nur überhaupt wegen der ganzen technischen Dinge gekommen ist, erzähle ich so ein paar einleitende Worte, worauf man bei Geschichte der Mathematik so ein bisschen achten muss. Und dann erzähle ich so ein ganz bisschen was Frühgeschichte und frühe Hochkulturen, was der erste Block der Lehrveranstaltung ist. Da erzähle ich so etwas zu den vorschriftlichen Kulturen. Und der Rest ist dann eben dann schon in diesem ersten Video oder in dieser Lektion mit Video. Ja, das hier ist eine Pflichtveranstaltung im Bachelor-Lehramtsstudium Unterrichtsfach Mathematik. Schöne Grüße auch an die ganzen Leute, die das gerne in Graz sich anhören möchten. Es ist auch im Diplom-Lehramtsstudium Unterrichtsfach Mathematik ein Ersatz für das PS Geschichte der Mathematik, aber das betrifft, glaube ich, keine Personen mehr. Die sind mittlerweile alle ins neue Studium umgeschrieben. Man kann das aber auch hören als Wahlpflicht im Erweiterungsfach Mathematik im Kontext im Bachelorstudium Technische Mathematik. Und ich meine, man kann das auch hören im Bachelorstudium Technische Mathematik, wenn man ein anderes Erweiterungsfach hat als Mathematik im Kontext, weil dann darf man irgendwie eine Lehrveranstaltung auch anders hören. So, und da gibt es auch noch so ein Erweiterungskurriculum Grundlagen der Mathematik. Aber da glaube ich, dass die Zahl der eingeschriebenen Studierenden die leere Menge ist. Deswegen lohnt es sich nicht, da so richtig viel drüber nachzudenken, ob da jemand drin sitzt, der in diesem Bereich studiert. Alle anderen Studiengänge, alle anderen österreichischen Universitäten können das natürlich als freies Wahlfach belegen. Gemäß Curriculum Bachelor-Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung und weil das einfach die Hauptzielgruppe ist, richten wir uns danach, ist das intendierte Lehrziel, dass Sie am Ende der Veranstaltung über Kenntnisse der Entstehungsgeschichte mathematischer Begriffe und Lehrsätze verfügen und auf wichtige ideengeschichtliche Konzepte zurückgreifen können. Damals, als ich das vor 2 Jahren noch mit Herrn Dörfler gemeinsam gemacht habe, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen das so ein bisschen interpretieren und konkretisieren und wir betrachten den Zeitraum Antike bis frühe Neuzeit, weil das so ganz gut das abdeckt, was in der Schule auch eigentlich thematisiert wird, fehlt dann so ein bisschen am Ende Grenzwertbegriff und so formalere Analysis und fehlt so ein bisschen Stochastik. Aber wenn man nur 2 Stunden hat, muss man das irgendwie in Kauf nehmen. Dann steht hier noch Einsicht in das Gewordensein von Mathematik als kulturelles Artefakt. Das ist bestimmt eine Formulierung von Herrn Dörfler oder eigentlich ursprünglich von Herrn Stresser wahrscheinlich. Und in Verbindung zu anderen Wissensbereichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen. Das passiert jetzt vielleicht nicht systematisch, aber das kommt immer schon mal wieder so zu sprechen. Normalerweise, immer wenn ich so einen neuen Block anfange, also jetzt nicht Block im Internet, also so einen neuen Block mit CK anfange, dann erzähle ich so am Anfang so ein bisschen, was ist das eigentlich für eine historische Periode, was passiert da so und was hat das vielleicht auch für einen Einfluss darauf gehabt, was da dann an Mathematik entstanden ist. So, jetzt Leistungsanforderungen. Gehen wir mal davon aus, die Ampel bleiben, ich glaube, bis Orange dürfen wir hier schriftlich prüfen. Dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, an einer schriftlichen Prüfung in der Dauer von 1,5 Stunden teilzunehmen. Da darf man ein A4 beidseitig beschriftetes Blatt als Spickzettel mitnehmen, weil ich so denke, so gewisse Sachen muss man einfach nicht auswendig können, sondern da darf man sich so eine kleine Gedächtnishilfe mitnehmen. Und dann gibt es so 4, also die Lehrveranstaltung ist halt, sehen Sie dann nachher in 4 Blöcke eingeteilt oder haben Sie schon gesehen, wenn Sie gestrebert haben und sich die Folien vorher schon angeschaut haben sollten. Dann wäre das so, dass da 4 Aufgaben sind, aber die haben in der Regel, ich meine, beim letzten Mal war es ziemlich so immer fast 3 Teilaufgaben. Und dann ist meistens so eine Mischung. Es sind 2 Aufgaben, wo halt so ein historisches Rechen oder Begründungsverfahren anzuwenden ist und eine, wo eher so was zur Entwicklung oder historisches Wissen abgefragt wird. Oder es kann auch mal die Mischung genau andersrum sein. Das ist so der Aufbau der schriftlichen Prüfung.
in Prüfungszeiträumen, also ich muss ja jetzt Prüfungen muss ich anbieten am Ende des Wintersemesters, das heißt wahrscheinlich so erste Februarwoche vielleicht. Zu Beginn des Wintersemesters, da würde ich sagen, Sommersemester, Entschuldigung, das würden wir dann wahrscheinlich so machen im April vielleicht. Dann nochmal zum Ende der Vorlesungszeit brauche ich, glaube ich, den dritten Termin. Das wäre dann wahrscheinlich so Juni, Juli irgendwann. Und dann muss ich auch nochmal im September auch nochmal einen Termin anbieten, damit ich dann alle vier Termine für diese Lehrveranstaltung angeboten habe. Also das werden halt die Prüfungstermine sein. Da das eine Vorlesungsprüfung ist, zählt sozusagen jeder Antritt als einzelner Prüfungsantritt. Also Sie können es schaffen, bis in die kommissionelle Prüfung zu kommen, wenn Sie sich besonders bräsig anstellen. Prüfungszeiträume, in denen Präsenzprüfungen undurchführbar sind oder Prüfungszeiträume, wo zwar Präsenzprüfungen möglich sind, aber sie aus wirklich triftigen Gründen, da würde ich jetzt sagen, ich muss in Graz so früh aufstehen, ist für Vorlesungen ein triftiger Grund, aber für die Vorlesungsprüfung wäre es jetzt eher kein triftiger Grund. Da würde ich auch zusehen, dass ich die so hinlege, dass man mit dem ersten Intercity-Bus da morgens bequem hier hinkommt. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehören oder Sie müssen in Quarantäne, weil Ihr Kind da in der Schule Kontaktperson ist oder sowas, dann muss Ihnen ja trotzdem möglich sein, die Prüfung abzulegen. Und das haben wir letztes Semester eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Das wird dann so eine kombinierte elektronische Prüfung. Es gibt einen schriftlichen Teil, der ist im Moodle zu machen, beziehungsweise Sie machen da auch was auf Papier, fotografieren das dann ab, schicken das und dann machen wir danach noch so ein kurzes mündliches Prüfungsgespräch, wo wir über Ihre Lösung von der Aufgabe reden. Das biete ich jetzt nicht als Regelfall der Prüfung an, weil das einfach sau zeitaufwendig ist. Ich habe da letztes Semester 20 Leute so geprüft und war da quasi fast die ganze Woche mit beschäftigt. Einerseits mit dem Erstellen dieser elektronischen Aufgaben und dann mit den ganzen Einzelprüfungsterminen. Das kann man jetzt auch nicht jedes Semester machen, sonst kommt man zu gar nichts anderem mehr beim Arbeiten. Und deswegen, also so gut wie möglich, würde ich doch bitten, von der schriftlichen Prüfung dann Gebrauch zu machen. So, dann schauen wir mal weiter. Wenn irgendwie Fragen sind, ja, auch gerne im Chat schreiben. Die Frau Ulram, die hier als Tutorin mit dabei ist, die beobachtet das so ein bisschen. Ja, wie funktioniert das jetzt? Also es ist so als Parole ausgegeben, um irgendwie so die Präsenz insbesondere für die jungen Küken im ersten Semester zu ermöglichen und für die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen, dass wir mit den reinen Vorlesungen eigentlich zusehen sollen, dass wir möglichst mit Marsch zu Hause bleiben. Deswegen ist jetzt die Vorlesung so, dass nur ein Drittel der Termine als entweder hier im Hörsaal absolvierbar oder das wird wahrscheinlich eh immer möglich sein, weil ich mir schon gedacht habe, also 8 Uhr früh ist ja jetzt für die Grazer wirklich ein bisschen sehr schlecht gelegt mit der Lehrveranstaltung. Also wird es wohl immer auch die Möglichkeit geben, synchron teilzunehmen. Jetzt hier die Klagenfurter, es ist schon immer ganz angenehm, wenn man nicht im leeren Hörsaal steht, sondern da so 2, 3 Leute auch sitzen, die man ansehen kann, auch wenn sie alle Masken aufhaben, ahnt man dann doch so ein bisschen, was verstanden wurde und nicht verstanden wurde. Und es ist natürlich auch schön, wenn bei diesen Repetitoriensitzungen, wenn sie dann was sagen oder so, dass wir sie dann vielleicht auch mal sehen können, wäre eigentlich auch ganz nett. Also dann könnten sie ja dann vielleicht mal die Kamera einschalten. Wie habe ich mir das gedacht? Also ich habe die letzten 2 Jahre eigentlich auch immer so kleine Übungsphasen in die Vorlesung eingebaut. Und jetzt würde ich die halt so ein bisschen blocken. Also die nehme ich halt aus diesen Videos, die voraufgenommen werden, heraus. Und dann machen wir die an diesem einen Termin. Muss dann natürlich ein bisschen was anders machen, weil teilweise sind die Übungsaufgaben ziemlich in den Flow, sage ich mal, der Vorlesung eingebaut. Also da wird irgendeine Aufgabe gemacht und dann kommt die Erklärung dazu im Vorlesungsteil und geht dann länger. Solche Aufgaben werde ich einfach in die Videos integrieren. Also das werden so interaktive Videos sein, wo man zwischendurch so Aufgaben bearbeitet. Ein paar Leute kennen das vielleicht schon. Das mache ich in elementarer, diskreter Mathematik jetzt eigentlich auch schon seit ein paar Semestern und habe das auch schon in Grundfragen des Mathematikunterrichts und in Didaktik der Geometrie gemacht, lange vor Corona. Also bin da relativ gut technisch aufgestellt. Also da sind dann so kleine Aufgaben in den Videos drin, die eigentlich nur so ein bisschen dazu dienen, dass man da nicht total bei einschläft.
Aber es wird dann so ein paar Aufgaben geben, alte Klausurbeispiele zum Beispiel oder so, die nehmen wir mit fürs Repetitorium. Repetitorium ist dann andererseits auch dafür da, dass wir mal so einen Termin haben, wo wir sagen können, da treffen wir uns und Sachen, die quasi unklar sind bei den Vorlesungen, können dann besprochen werden. Es gibt auch die Möglichkeit, das habe ich Ihnen auch gesagt, Sie können natürlich immer auch, es gibt jetzt so ein Discord-Forum da in Moodle drin, da kann man auch ganz anonym Fragen stellen, da muss, oder mit einem Pseudonym, also Sie können sich da Harry Potter nennen oder so, was Sie halt lustig finden. Ja, Repetitorium, also da Fragen stellen, ich bringe ein paar Aufgaben mit und dann so erfahrungsgemäß ist das ja oft so, dass man sich nicht so alles traut, den Dozenten zu fragen. Deswegen haben wir, können Sie jetzt nicht sehen, aber da ist auch die Frau Ulham da, die das schon erfolgreich mal absolviert hat und die macht dann quasi ein Tutorium. Wir teilen uns so die Zeit von 8 bis 10 so hälftig auf. Das heißt, sie hat auch vielleicht noch Aufgaben mit und sie können sie dann Sachen fragen, wo sie denken, ah, da möchte ich eigentlich nicht, dass der vor uns weiß, dass ich das nicht weiß. Wobei, also ich wirklich sagen würde, diese Repetitorien und Tutorien sind schon auch als Lernsituationen gedacht. Also sie dürfen hier ruhig reinkommen und sagen, ich habe das nicht verstanden. Also es gibt eigentlich kaum, ganz wenig blöde Fragen. Also da kann man sich wirklich auch bei mir eigentlich alles trauen zu fragen. Können Ihnen auch Leute bestätigen vielleicht, die schon mal was bei mir gemacht haben. Ja, die Online-Videos sind, wie gesagt, komplett asynchron. Also das können Sie sich irgendwann angucken. Aber ich will so ein bisschen darauf achten, dass ich so einen Vorlesungsrhythmus einhalte. Also dass die immer auch zu den Donnerstagen dann zur Verfügung stehen. Und dann halt da so jede Woche was Neues hat. Natürlich kann man auch sagen, am 21.10. mache ich so ein bisschen Binge-Watching oder ich mache das überhaupt erst komplett vor der Klausur. Ich würde halt empfehlen, sich so während des Semesters schon mal was anzuschauen. Wenn Sie dann nachher am Ende der Vorlesung vor der Prüfung sich da 10 Stunden Frohens am Stück angucken müssen, da gibt's vielleicht auch spannendere Dinge. Also das weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt empfehlen würde. So, also ich würde das nicht aushalten. So, also, ja. Hier sind nochmal die weiteren Termine, was wir vielleicht noch, da können wir vielleicht auch noch was zu den Inhalten sagen. Erster Block ist Frühgeschichte und frühe Hochkulturen. Das fängt heute schon so ein bisschen an. Ja, teilweise mit Tonaussetzer. Und dann gibt es als erstes Video dann Mesopotamien. Ja, zumindest die katholisch erzogen wurden, haben davon schon mal was gehört. Da ist so das alte Babylon und so gewesen. Dann Ägypten, das kennt man ja, glaube ich, eh. Dann wird es das erste Repetitorium geben. Sie sehen, die Repetitorien sind immer alle 3 Wochen und die Blöcke sind aber nicht immer alle 3 Wochen lang. Also ist das so ein bisschen unterschiedlich. Das passt so aber, glaube ich, ganz gut. Es gibt dann noch einen dritten Teil Ethnomathematik. Der gehört so indirekt auch zu der Frühgeschichte, obwohl Ethnomathematik eigentlich was ist, was sich mit der Mathematik fremder Kulturen beschäftigt. Und das meint halt ganz stark auch einfach indigene Völker, so wie sie jetzt noch leben, kommen wir nachher zu, warum das vielleicht trotzdem was auch mit der Frühgeschichte und den frühen Hochkulturen zu tun hat, liegt eben daran, dass das teilweise auch nicht schriftliche Kulturen sind und man dann versucht, durch Analogieschlüsse zu sagen, na ja, so wie die das machen, hätten das im Prinzip auch die Menschen machen können, bevor man auf die Idee gekommen ist, dass Schrift eigentlich keine schlechte Sache wäre. So, dann antikes Griechenland und Rom, das ist natürlich so ein bisschen aufgelegt. Manche Leute, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Rudolf Taschner fragen würden, Mathematiker aus Wien, der würde wahrscheinlich sagen, also da fängt überhaupt die Mathematik erst an. Aber auf den Taschner sollten Sie eh nicht hören, der ist Bildungssprecher der ÖVP. Also da würde ich sagen, da muss man, dass der ein konservativer Knochen ist, ist jetzt irgendwie nicht so verwunderlich. Gut, also aber Griechenland und Rom ist natürlich wichtig und für eine gewisse Art von Mathematik zu betreiben, ist Griechenland ganz, ganz typisch. Und das Interessante ist ja, dass Rom ganz anders war, obwohl die sonst kulturell ja in vielen Dingen sehr ähnlich sind und die Römer ja auch sich stark an den Griechen orientiert haben. Mathematisch sieht das ziemlich anders aus. So, dann ein relativ, also zumindest für die Verhältnisse westlicher Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik, relativ breiter Block, Entwicklung in Indien und China. Insbesondere Indien, auch ein Bereich, der relativ spät eigentlich in der mathematikhistorischen Forschung, dem man sich da gewidmet hat. Ich meine, was so jeder mal gehört hat, dass die Inder angeblich die Null erfunden haben, stimmt im Wesentlichen auch.
Wobei das, also das dieses Bakshali-Manuskript ist eigentlich auf dem Gebiet des heutigen Pakistan gefunden worden. Und Pakistan und Indien sind sich zumindest heute ja nicht so. Ich meine, das ist so ein bisschen wie Villach und Klagenfurt vielleicht. Ne? Also, dass die sich so wahnsinnig grün sind, würde ich jetzt mal nicht behaupten. So, und China aber auch schon einiges an Mathematik in deutlich früh mittelalterlicher Zeit. Und dann natürlich ganz wichtig Länder des Islam, wo man auch sagen muss, dass einfach die islamischen Gelehrten und so ja im Grunde genommen für die Konservierung ganz vieler Kenntnisse aus dem antiken Griechenland einfach ganz wichtig sind. Jetzt zum Beispiel dieser Euklid, von dem wir dann viel hören würden, das ist eigentlich alles nur überliefert durch arabische Übersetzungen, die dann wieder übersetzt worden sind in großen Teilen. So, und dann mittelalterliche und frühneuzeitliche Mathematik in Europa. Da denke ich mir, da ist das so etwas anders aufgeteilt. Also auch bei Indien und China und Ländern des Islam. Es ist zwar die Vorlesung insgesamt so ein bisschen chronologisch, aber 3 und 4, das sind teilweise parallel laufende Perioden, historisch und auch bei Indien und China und bei Ländern des Islam und dann auch bei dieser frühneuzeitlichen Mathematik ist das eher so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir gucken uns mal an Arithmetik, Geometrie und Algebra, was ist da passiert und dann gucken wir uns an Funktionen, Analysis und so ein bisschen Stochastik, was ist da passiert, aber das ist teilweise auch zeitlich parallel, also da ist das dann nicht, es ist nicht jede Vorlesung hintereinander ein anderer Zeitabschnitt. Und das überschneidet sich dann teilweise. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, so eine Vorlesung aufzubauen. Ich hätte auch sagen können, die ersten 6 Sitzungen sind Geschichte der Geometrie und die nächsten 6 Sitzungen sind Geschichte der Arithmetik. Hier ist es jetzt halt so eine Mischform für Mittelalter und Frühneuzeit mache ich das dann halt nach Stoffgebieten eingeteilt. So, jetzt gucken wir mal weiter. Also hier, die da von außen zuhören, immer wenn so ein bisschen Pause ist, dann habe ich wieder gesehen, dass mein WLAN getrennt wurde. Bitte nicht, dann das geht leider nicht anders. So, jetzt gibt's noch die Warnung vorab. Viele Personen, die sich mit Mathematikgeschichte beschäftigen, sind keine formell ausgebildeten HistorikerInnen. Und da ist der Lehrveranstaltungsleiter eingeschlossen. Also wenn Sie jetzt selber das Fach Geschichte studieren, dann werden Sie vielleicht feststellen, dass an einigen Stellen Sie sagen würde so, ach, das würde ich aber historisch so ein bisschen anders sehen und so. Und das ist auch teilweise ein Problem gewesen. Insofern, das hängt eng mit diesem zweiten Punkt zusammen. Mathematik früher Zeiten ist in anderen Sprachen und Schriften geschrieben und die Autorinnen haben anders gedacht, dass so lange Zeit oder dass jetzt ein Vorwurf der neueren mathematikhistorischen Forschung vielleicht auch ist, dass man sehr oft versucht hat, quasi die historische Mathematik mit den aktuellen Begriffen zu beschreiben und dann da Dinge hereininterpretiert hat, wo man gar nicht so klar sein kann, dass die Leute früher eigentlich so gedacht haben. Das fängt schon mit ganz banalen Dingen an. Also wir werden schon bei Mesopotamien sehen, dass man sich dann fragen kann, hatten die eigentlich in unserem Sinne einen abstrakten Zahlbegriff? Also wenn ich jetzt 3 sage, ist das für Sie ganz normal, dass ich da alles Mögliche mitzählen kann. Das ist aber fraglich, ob das so war oder ob man nicht sagen muss, na ja, die wussten zwar, was 3 Eimer sind und was 3 Leute sind, aber die hätten nie diese 2 Dinge miteinander in Verbindung gebracht. Ja, es ist teilweise schwierig, das damals gedachte, geschriebene mit der Sprache der modernen Mathematik adäquat auszudrücken. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Man läuft dann Gefahr, da so Anachronismen quasi, sich so Anachronismen schuldig zu machen, dass man die Mathematik in Kategorien denkt, die modern sind, aber gar nicht zu den alten Sachen passen. Und dann ist noch ein großes Problem, insbesondere auch für die griechische Mathematik, dass sehr viele alte Quellen, für die ägyptische teilweise auch, gar nicht oder nicht gut erhalten sind und man, Sie kennen das ja auch, dass dann immer wieder weiter bearbeitet wird und man dann irgendwann nicht mehr so ganz sicher ist, was jetzt eigentlich im Original schon drin gestanden hat oder was irgendwer dazu geschrieben hat. Und dann ist es irgendwie so schwierig, die Mathematik historisch korrekt dann zu verorten. So, und solche Probleme können wir jetzt nicht ständig, also wenn ich das immer ständig bei allem miterzählen würde, wird das so ein bisschen fad werden. Aber es gibt so einzelne Stellen, wo ich auf solche Probleme mal ein bisschen genauer eingehe, wo man dann auch dezidierter dazu was sagen kann. So, womit beschäftigt sich Geschichte der Mathematik?
ja, mit der Geschichte mathematischer Probleme und Teilgebiete logischerweise, sehr intensiv mit der Beziehung, mit den Beziehungen zu Naturwissenschaften. Das ist natürlich Astronomie und dann auch Physik sind sehr wichtige Quellen für mathematische Beschäftigung. Das werden wir besonders stark sehen in diesem Video, das dann zur Verfügung gestellt werden wird zur griechischen Spätantike und zur römischen Zeit. Da ist das nicht relativ dominant. Ein Hinweis vielleicht auch, ja, Sie könnten sich auf YouTube auch einfach die Videos der Vorlesung aus den Vorjahren ansehen. Dann können Sie quasi schon sich die ganze Vorlesung spoilern. Und ja, ich werde teilweise auch einfach aus Gründen der Ökonomie Teile dieser Vorlesung wiederverwenden und zusammenschneiden. Aber es wird auch neue Teile geben und insbesondere die Sachen aus den letzten Jahren sind ja so recorded before a live audience. Und da sind dann halt auch schon mal hier und da Sachen, die jetzt nicht so toll gelaufen sind. Und da würde ich mir vielleicht vornehmen, die Sachen, wo dann immer so in Rot als Untertitel die Korrekturen drinstehen, zumindest die werde ich ganz sicher neu aufnehmen. Ja. Und ich werde das auch so schön, also jetzt auf einer Tagung noch gehört, also es gibt scheinbar so eine magische 15-Minuten-Grenze. Also Studierende präferieren Videos in Länge von 15 Minuten. Also werde ich jetzt die ganze Vorlesung in lauter so 15 Minuten Happen schneiden, damit das dann die von Studierenden präferierte Länge hat. Ich verstehe das ja nicht ganz, weil man kann bei sowas ja auch auf Pause drücken, aber das habe ich Dienstag noch gehört bei einer Untersuchung. Ah, die Studenten, die möchten nicht auf Pause drücken. Die wollen halt ein 15-Minuten-Video haben, wo sie nicht auf Pause drücken müssen. Aber länger als 15 Minuten darf es nicht sein. Ob das so in der Absolutheit stimmt, sei mal dahingestellt. So ein großer Vorteil der voraufgenommenen Videos ist, ich laber nicht zwischendurch immer so viel Unfug. Deswegen sind die aber auch deutlich informationsdichter als so eine normale Vorlesung. Aber man braucht ja dann auch, wenn man sich das zu Hause anhört, mehr Zeit. Das heißt, die werden vielleicht netto immer so 60, 70 Minuten lang sein. Aber für mich im Kopf denke ich mir dann, na, wenn sich das einer verständlich ansieht, rechnet das quasi als 120 Minuten, auch wenn das Video netto natürlich kürzer ist. Ja, Biografien von Mathematikerinnen sind natürlich auch ein Thema, wobei man schon sagen muss, dass natürlich Mathematik irgendwie besonders von dem Phänomen betroffen ist, dass über lange Zeit der Geschichte man eher in patriarchalen Strukturen sich bewegt hat und Frauen der Zugang zu Mathematik vielleicht nicht immer so gleichberechtigt möglich war. Und es dadurch sehr, sehr wenig namentlich bekannte Mathematikerinnen gibt. Über die, die es da in diesen entsprechenden Zeiträumen gibt, sagen wir dann auch ein bisschen was. Aber das ist halt so wie in der Geschichtsschreibung oft, das ist dann halt sehr männerlastig. Und wenn man, deswegen nimmt das ja auch nicht den größten Raum ein. So, da gibt's berühmte Institutionen, an denen geforscht wird. Das kann man auch untersuchen. Sie können so ein Buch finden, wo quasi die Entwicklung der Mathematik an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert betrachtet wird. Das machen wir natürlich ja auch nicht. Und dann gibt's Leute, die sich für die Wechselwirkung mit dem gesellschaftlichen Umfeld interessieren. Ja, und da geht's dann auch teilweise so in Überschneidungsbereiche der Mathematikphilosophie rein. Das wollte ich auch nochmal sagen, also dass wir so von der etwas jüngeren Geschichte dann nicht ganz so viel machen und ich auch bei den Griechen etwas sparsamer bin, hängt auch damit zusammen, dass das eigentlich Dinge sind, die auch in der Philosophie der Mathematik regelmäßig aufgegriffen werden. Ja, Mathematik in der Schulbildung kann ein Thema sein und das Studium von Quellentexten. Das werden wir hier auch immer mal wieder versuchen. Dort, wo uns das sprachlich oder von der Zeichenebene gut zugänglich ist, tatsächlich mit den originalen Quellen zu arbeiten. So, historische Entwicklungslinien, wenn man jetzt so lange Zeit hat das so ausgesehen, da hat man da so mittig bei Griechen 600 bis 400 angefangen und dann gesagt so, ah, da gibt's das finstere Mittelalter und dann gibt's irgendwann die europäische Renaissance. Und dann geht's weiter und da, das ist jetzt dann doch seit ungefähr 50 Jahren so die Kritik, das könnte vielleicht etwas sehr eurozentrisch sein. Ich meine, Ägypter und Babylonier, die hat man in der Regel vorher auch schon betrachtet. Da gibt's schon von Anfang des 20. Jahrhunderts einige Werke, die darauf eingehen. Aber eben, da gibt's schon die sehr klare Stellung, da können Sie auch von dem Gericke irgendwie so Sätze finden, der sagt so, ach, was die gemacht haben, ist keine eigentliche Kritik. So, und man hat aber völlig ignoriert, dass zum Beispiel bei den Indern und bei den Chinesen es eben auch schon sehr alte Quellen gibt und dass da teilweise die Mathematik sehr, sehr weit entwickelt ist. Und da gibt's jetzt auch immer so Streit dann über die Bezeichnungen. Zum Beispiel sowas wie Pascalsches Dreieck
ist auch so ein bisschen lustig, wenn 600 Jahre vorher hat das jemand in China gekannt. Und das könnte höchstens das Argument sein, dass wir nicht so gut wissen, wie man den Namen ausspricht. Aber an sich ist das so ein bisschen merkwürdig, wenn immer die Sachen nach Leuten benannt werden, die das halt in Europa entdeckt haben. Also, aber entdeckt haben das eigentlich andere Leute, und in einigen Bereichen können Sie sich schon vorstellen, wenn Sie dann insbesondere in Indien Mathematik unterrichten, den Leuten erzählen, das heißt Pascal-Dreieck, aber eigentlich hat das da auch eine 800-jährige Tradition, dass das so ein bisschen merkwürdig ist. So Japaner machen wir jetzt nicht so viel, Mayas und so, das kommt so am Rande etwas vor, aber ansonsten versuche ich da eigentlich in alle diese Ecken so ein bisschen reinzugucken und insbesondere auch dieser Linie Inder-Araber da einige Zeit zu widmen. Araber ist ein bisschen merkwürdig, man müsste eigentlich sagen Mathematik des Islam, das ist ja im Grunde auch relativ viel Nordafrika und jetzt nicht nur der arabische Bereich. So, vorschriftliche Kulturen, wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit, das passt aber auch, weil vorschriftliche Kulturen ist halt das Problem, die haben nichts aufgeschrieben, wie der Name schon sagt. Und deswegen kann man da immer relativ wenig analysieren. Es gibt halt Artefakte, so Kehrpölzer, es gibt Zählmarken, es gibt sowas wie Rechensteine und es gibt Ornamente. Und da kann man jetzt versuchen, darüber nachzudenken, was da eigentlich für Mathematik drinsteckt. Man macht dann auch relativ viel über Analogieschlüsse aus der Ethnomathematik. Das habe ich vorher schon kurz angesprochen. Das ist eben die Mathematik von indigenen Kulturen oder Kulturen, die jetzt keine Schriftsprache haben. Und was man zum Beispiel daher auch weiß, ist, dass auch sowas wie das Zählen entwickelt sich kulturell anhand halt der Ansprüche, die es in dieser Kultur gibt. Zum Beispiel diese Gugu-Yimidie in Nordaustralien, das ist halt so ein Aborigine-Volk, die zählen 1, 2, 3 viele. Also die brauchen oberhalb von 3 quasi keine Differenzierung. Das reicht für deren tägliches Leben einfach aus. So, und das ist typisch, da sagt man, okay, Zählschranken, wie die Völker zählen, das hängt sehr eng damit zusammen, wie die kulturellen Gegebenheiten sind. Und das erklärt auch, jetzt müsste hier irgendwas wahrscheinlich bald mal von der Sesshaftwerdung stehen. So, ja genau, also das elementare Rechnen, so Plusrechnen, Minusrechnen, vielleicht auch ein bisschen mal rechnen. Das hat sich wahrscheinlich vor etwa 10.000 Jahren entwickelt, als halt die Menschen im größeren Stile sesshaft geworden sind und man dann Ackerbau betrieben hat, wo man auch insbesondere ja Zeitperioden abschätzen muss. Also Kalender sind ein ganz wichtiges Argument dafür, dass man höhere in Anführungszeichen Mathematik entwickelt. Handel. Sie müssen sozusagen Tauschverhältnisse festlegen, sie müssen Buch führen und dafür braucht man Mathematik. Man tauscht Waren, aber ja nicht immer nur 1:1. Das ist ja nicht wie in diesem einen Märchen da bei den Gebrüdern Grimm. Das ist das noch Hans im Glück, oder? Der dann da jedes Mal einen schlechteren Tausch macht. Also wenn Sie so nicht leben wollen, dann brauchen Sie halt ein bisschen Mathematik. Ja, also sowas wie abstrakte Zahlbegriffe und sowas wohl eher 4000 Jahre vor Christus. Das fällt halt so im Grunde dann aber schon mit dem, was ich im ersten Video erzähle, mit den frühen Hochkulturen in Mesopotamien zusammen, wo man einfach sagen muss, da entstehen jetzt eigene Kasten quasi oder Klassen, die Schreiber sind oder sowas und für die auch eine systematische Ausbildung dann gemacht wird. Und zu dieser Ausbildung der Schreiber, also die schreiben halt nicht nur so Schrift, sondern natürlich die führen auch Buch. Für die entsteht dann sowas wie eine Mathematikausbildung. Und in diesem ganzen Kontext denkt man dann auch abstrakter darüber nach, was eigentlich Zahlen sind und was da Gemeinsamkeiten sind. Und führt dann auch irgendwann, das kommt dann in dem ersten Video, ein Zahlsystem ein, was völlig unabhängig ist von den Dingen, die gezählt werden. Das ist so ein Punkt in der Geschichte, wo man relativ gut festmachen kann, okay, ab da könnte man sagen, entsteht sowas wie ein abstrakter Zahlbegriff. So, hier ist der Ishango-Knochen, damit Sie auch noch ein paar schöne Bildchen sehen, bevor ich hier wieder ausgeschaltet werde vom Ton her. Circa 18.000 vor Christus, da sind lauter so Kerben drauf. Und da gibt es sehr interessante, unterschiedliche Interpretationen dazu, was das bedeutet. Und das ist zum Beispiel auch ein Argument, dass einige Mathematikhistorikerinnen sagen, die ersten Mathematikerinnen waren eben Frauen. So.
Und aber das will ich jetzt nicht spoilern, das ist in dem Video zur Ethnomathematik drin, deswegen erzähle ich da gar nicht so viel mehr dazu. Dann das nächste sind diese Zählsteine. Da werden wir sehen, dass die für das Zahlzeichensystem im frühen Uruk auch eine große Bedeutung haben. Zählsteine, es ist ja klar, man kann entweder die Objekte zählen oder man nimmt jetzt für jedes Objekt, macht man so eine 1:1 Zuordnung, dann hat man erstmal genauso viele Zählsteine, wie man Objekte hat. Da kommt man vielleicht irgendwann auf die Idee, das ist nicht so clever. Und dann sagt man immer, wenn ich so 10 Zählsteine habe, dann tausche ich die gegen einen Zählstein einer anderen Form ein. Und dann haben sie im Prinzip schon die Idee eines Stellenwertsystems. Dann steht meinetwegen der Stein, der da so ein bisschen wie so eine Muschel aussieht oben, steht für das 10-fache von dem Stein darunter oder für das 6-fache. Und dadurch wird es dann eben möglich, effektiver zu zählen, ist das eine. Und sie können anfangen, damit algorithmisch zu rechnen. So. Und dann merkt man aber irgendwann, dass das auch nicht so clever ist, da immer mit diesen ganzen Steinen in der Tasche rumzulaufen. Und dann fängt man halt ein und ritzt Bilder davon in Tontafeln. So entstehen die ersten Zahlzeichensysteme. Ja, oder hier auch noch, das ist ganz lustig, da gibt's auch ein sehr herziges Video von mir, wo ich meine Kindervorlesung gemacht habe. Das können Sie, da kann ich vielleicht auch mal den Link ins Moodle reingeben. Wie können eigentlich 3 Leute bis 1000 zählen, die alle nur bis 10 zählen können? Das hat man tatsächlich beobachtet. Also das ist hier wieder eine Erkenntnis aus der Ethnomathematik. Die machen das tatsächlich so. Also hier der erste Helfer, der muss halt die Einzelschafe zählen. Und immer wenn der sozusagen alle Finger gehoben hat, alle 10 Finger, dann hebt der zweite einen zusätzlichen Finger. Und wenn der zweite jetzt alle 10 Finger gezückt hat, dann muss der dritte anfangen und muss seinen ersten Finger zücken. Also da haben sie quasi in den Händen der 3 Helfer ein Stellenwertsystem abgebildet. Und so können 3 Leute, die eigentlich jeder für sich nur bis 10 zählen können, zusammen bis 1000 zählen. So, das ist für, wenn man das relativ jungen Kindern erzählt, sind die dann immer verblüfft. Die sagen natürlich erstmal, ja, dann können 3 Leute bis 30 zählen. Und dann so, aber dann meistens so ein bisschen nachdenken und dann kommen die auch auf die Idee, dass man das ja so machen könnte. Gut, ich glaube, damit bin ich schon am Ende dieser Vorbesprechung angekommen. Ich werde auf jeden Fall zusehen bis 21.10., dass ich dafür sorge, dass sie mich immer mindestens 15 Minuten am Stück hören und nicht nur mindestens 5 Minuten. Tut mir wirklich sehr leid. Ich hatte mit dem Notebook hier schon mal Probleme. Muss mal sehen, ich habe privat noch ein anderes oder bringe das nächste Mal vielleicht einfach ein Kabel mit, dann ist die Verbindung sicherlich stabiler. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie die, so 2 Minuten haben wir vielleicht noch, oder ansonsten auch wirklich gerne in dieses Forum hereinschreiben. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen ganz guten Start ins Semester. Bleiben Sie gesund. Und jetzt beende ich ausnahmsweise mal intentional diese Sitzung und nicht dadurch, dass ich rausgeschmissen werde. Ach so, warten Sie mal. Eine Sache probieren wir noch kurz, ob Sie das gut sehen können, weil das werden wir bei den nächsten Malen öfter brauchen. Ob Sie mich da gut lesen können, das wäre noch wichtig. So, schön ist woanders. Bin ich schon wieder rausgeflogen? Nein. Kann man lesen? Okay, passt. Alles klar. Wunderbar. Dann können wir damit arbeiten, weil bei dieser Sitzung werden wir auch ein bisschen was vorrechnen müssen. Okay, dann wieder schauen.